2014 gab es mal wieder einige Spiele, die man hätte spielen können. Aufgrund der Tatsache, dass ich aber keine finanziellen Möglichkeiten hatte, mir die PlayStation 4 zu holen, sah es bei mir spieltechnisch dieses Jahr ein bisschen leer aus. Weshalb hier und da wahrscheinlich auch mal Spiele auftauchen werden, mit denen niemand gerechnet hätte. Super Smash Bros. For 3DS nur auf Platz 5? Wie ist das möglich? Meine eher negative Meinung zum Spiel habt ihr ja bereits bei meiner Review mitbekommen. Im Vergleich zu Brawl war mir die Modusvielfalt einfach viel zu gering. Hinzu kam dann auch noch, dass der lokale Mehrspielermodus schwer anwendbar war. Hier müssen nämlich beide ein Modul des Spiels besitzen und so sind spontane Kämpfe, wenn mal ein Freund vorbeischaut, nicht mal annähernd so einfach umzusetzen wie bei den Smashs auf den Heimkonsolen. Auch ist die Steuerung mit dem 3DS etwas schwammig. Dennoch ist es mal wieder ein hervorragendes Spiel. Die Spielgeschwindigkeit wurde im Vergleich zu Brawl stark erhöht und der Smash-Abenteuer-Modus ist wirklich eine lustige Idee. Wer mit der 3DS-Version einen so großen Multiplayer-Spaß wie bei den Heimkonsolenablegern erwartet und hofft, dass es im Singleplayer wieder eine genauso attraktive Auswahl an Spielmodi gibt, der wird schnell ernüchtert sein. Auf Platz 4 haben wir ein Spiel, was wahrscheinlich weniger Aufmerksamkeit bekommen hat. Batman Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition. Die ehemalige Handheld-Version von Arkham Origins fand ich in vielerlei Hinsicht interessanter als das eigentliche Hauptspiel. Arkham Origins war ein gutes Spiel, aber im Großen und Ganzen eine Wiederholung von Arkham City. Bei Arkham Origins Blackgate wiederum musste man schon fast nach den Parallelen der Hauptserie suchen. Der erste erkennbare Unterschied ist, dass das Spiel nicht mehr in der 3D-Perspektive verläuft, sondern in der 2,5D-Perspektive. Auch sonst wurde am eigentlichen Gameplay viel verändert. Das Spiel verfolgt nämlich das Metroidvania-Prinzip. Erkundung und somit auch Backtracking ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Gemessen an den anderen Arkham-Ablegern ist die Skala an Action auch wesentlich geringer. Und wenn sie dann mal vorkommt, dann steht sie den Vorgängern in allen Punkten nach. Das Freeflow-Kampfsystem und die Stealth-Passagen können aufgrund der etwas ungenauen Steuerung in keinster Weise mithalten. Der Grund, warum das Spiel meiner Meinung nach dennoch verdient in dieser Liste gelandet ist, ist die Atmosphäre. Seit Arkham Asylum gab es kein Batman-Spiel mehr, was mit seiner düsteren, beklemmenden Atmosphäre wirklich ernsthaft konkurrieren konnte. Arkham Origins Blackgate geht wieder in diese Richtung. Stimmungsvolle Lichteffekte, ramponierte Möbel sorgen für das Batman-Feeling, was wir alle so lieben. Wer Spaß an den Metroid- und Castlevania-Games hatte, den würde ich Batman Arkham Origins Blackgate weiterempfehlen. Mein persönlicher Geheimtipp 2014. Für mich ist Mario Kart 8 bisher der beste Ableger der Mario Kart-Serie. Die Strecken sind klasse, der Online-Modus läuft flüssig und die vielen Fahrzeugteile bringen einen gewissen Strategieaspekt mit sich. Mit Freunden einfach mal 32 Rennen an einem Stück durchzudaddeln, macht riesigen Spaß und grafisch ist Mario Kart 8 der absolute Vorreiter für die Wii U. Die einzigen Punkte, die ich kritisieren kann, ist die für meinen Geschmack etwas zu überschaubare Auswahl an Sammelobjekten. Alle Fahrzeugteile hat man schnell beisammen und die Sticker zu sammeln war mir auch nie sonderlich verlockend. Ebenfalls ärgerlich ist der veränderte Battle-Modus. Die Ballonschlachten werden diesmal auf bestimmten Strecken ausgefochten. Da die Strecken in der Regel etwas zu groß geraten sind, ist man die meiste Zeit damit beschäftigt, Gegner zu finden. Zwar sorgt der Modus immer noch für Fun, aber mit den Battles in den Vorgängern, wo extra überschaubare Arenen erstellt wurden, ist das einfach nichts. Die genialen Strecken machen die Schwächen für mich aber nahezu wieder wett. Knapp nur auf Platz 2 hat es Hyrule Warriors geschafft. Für mich die Überraschung des Jahres. Ich hätte nie gedacht, dass mich das Spiel so lange an der Stange halten wird. Obwohl das Gameplay eher einseitig ist, habe ich selbst nach über 80 Stunden Spielzeit immer noch genauso viel Spaß, wie als ich angefangen habe. Für die Langzeitmotivation sorgen vor allem die unzähligen Sammelobjekte. Es gibt für jeden Charakter unzählige Herzteile bzw. Herzcontainer, eine Vielzahl an Skutulas und haufenweise Waffen. Hinzu kommen dann auch noch die sehr motivierenden Rollenspielelemente. Bis heute habe ich noch nicht mal ein Erfahrungstree oder das Maximum-Level eines Charakters erreicht. Vom Storytelling könnten sich die Zelda-Spiele sogar eine Scheibe abschneiden. Aber welches Spiel könnte denn dieses Meisterstück für mich übertreffen? Super Smash Bros. For Wii U. Wo mich die 3DS-Version irgendwie enttäuscht hat, begeisterte mich die Wii U-Fassung auf ganzer Linie. Perfektioniertes Charakterbalancing, unschlagbarer Spielspaß im Multiplayer, abnormal viele Trophäen und Meilensteine zu sammeln und Unmengen an Spielmodi. Selbst den Scheibenbomber-Modus will ich nach vielen Lachkrämpfen unter Freunden nicht mehr missen. Wer nach dieser Granate von Spiel immer noch an den Kauf einer Wii U zweifelt, denen ist auch nicht mehr zu helfen. Die Wartezeit hat sich eindeutig gelohnt und Sakurai bescherte uns die besten Smash Bros. Ableger von allen. Alles klar, das war meine Liste der Spiele 2014 für mich. Vergesst bitte nicht, dass das meine Meinung ist. Unsere Meinungen werden sicher krass abweichen. Aber schreibt mal unbedingt in die Kommentare, was eure Spiele 2014 sind. Das würde mich echt wirklich interessieren. Ich bedanke mich dann jedenfalls fürs Zusehen. Dann lasst ein Däumchen nach oben, wenn euch die Liste gefallen hat. Und was ich auch mal anmerken muss, was ich irgendwie ständig vergesse zu erwähnen. Ich habe Facebook. Ein Facebook-Blog namens MaltesarosTV. Da gebe ich immer ab und zu Informationen preis, wann die nächsten Videos kommen. Und da poste ich auch immer genau dann, wenn ein neues Video erschienen ist, ja, das neue Video.
Also falls ihr immer auf dem Laufenden sein wollt und immer genau wissen wollt, wann das nächste Video kommt und was weiß ich, schaut mal da vorbei. Also einfach mal liken und dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video gekommen ist. Yeah, like, like, like. Ich bin richtig like-geil geworden und so. Aber gut, bis zur nächsten und letzten MSV Awards Folge. Ciao.